Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich zeigen, wie ein Programm im Windows-Betriebssystem von einem Laufwerk auf ein anderes übertragen wird. Trotz der Tatsache, dass moderne Computerfestplatten mit mindestens einem halben Terabyte belegen, wird dieser Speicherplatz in der Praxis nicht genutzt. Notebook-Hersteller lieben es, die Festplatten in mehreren logischen Laufwerke aufzuteilen, wodurch Laufwerk C extrem wenig Speicherplatz und System D alles andere zur Verfügung stehen. Infolgedessen stellt sich heraus, dass die Festplatte nicht klein ist und nicht genügend Speicherplatz für die Installation von Programmen oder Spielen vorhanden ist. Auch in letzter Zeit haben PCs mit zwei physischen Festplatten an Popularität gewonnen. Festplatten mit hoher Kapazität und SSD mit kleinem System. In diesem Fall startet das auf der SSD installierte System im Vergleich zur Festplatte um ein Vielfaches schneller. Aufgrund dieser Dateiorganisation stellt sich jedoch heraus, dass das Laufwerk C klein ist und Sie im Laufe der Zeit etwas auf das Festplattenlaufwerk übertragen müssen. Zum Beispiel in unserem Fall selten verwendete oder umfangreiche Programme. Wenn Sie der Meinung sind, dass durch einfaches Kopieren des Anwendungsordners und Einfügen an einen neuen Speicherort jedes Programm so funktioniert, als wäre nichts passiert, irren Sie sich. Wenn Sie die Anwendung das nächste Mal starten, nachdem Sie sie auf eine andere Festplatte übertragen haben, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt. Dies liegt daran, dass das installierte Programm weit über den Ordner hinausgeht, den Sie kopieren möchten. Zusätzlich zu diesem Ordner werden bei der Installation des Programms verschiedene Daten in die Registrierung und andere Systemordner eingegeben, die möglicherweise sogar ausgeblendet sind. Weiter im Video werden wir diskutieren, wie eine Anwendung oder ein Spiel auf eine andere Festplatte übertragen wird, damit sie weiterhin fehlerfrei funktionieren. Also fangen wir an. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Diese erste und einfachste Möglichkeit, das Programm zu übertragen, besteht darin, es auf einer anderen Festplatte neu zu installieren. Installieren Sie diese nicht auf dem Systemlaufwerk, um Ihr System nicht mit Dienstprogrammen von Drittanbietern zu verstopfen, die Sie selten verwenden. Wenn Sie ein Programm von der Systemfestplatte auf eine andere Festplatte übertragen müssen, rufen Sie einfach die Startseite der gewünschten Anwendung auf, laden Sie die neueste Version herunter und installieren Sie sie erneut. Bei der Neuinstallation schlagen die Programmeinstellungen möglicherweise fehl und einige Daten werden gelöscht. Seien Sie also vorsichtig. Normalerweise erhalten Sie beim Löschen eine Meldung zum Löschen der Benutzereinstellungen. Bei der Installation des Programms müssen Sie einige Sorgfalt walten lassen und auswählen, welches Laufwerk installiert werden soll. In einem der Fenster werden Sie aufgefordert, die Installation zu konfigurieren. Sie wählen einfach das Laufwerk oder die Partition aus, die Sie benötigen. Wenn es möglich ist, Benutzerdaten zu konfigurieren, ändern Sie auch deren Speicherort auf das gewünschte Laufwerk. Wenn alle Pfade registriert sind, klicken Sie auf um die Installation fortzusetzen. Sehen Sie sich am Ende der Installation die Pfade an, in denen sich die Programmdateien selbst befinden und in denen sich die Benutzerdateien, Profil und so weiter befinden. Ohne Programme von Drittanbietern und besondere Fähigkeiten ist dies so einfach, dass Sie das Programm auf eine andere Festplatte übertragen können. Dadurch funktioniert alles korrekt und fehlerfrei. Leider gibt es Programme, die nur dann normal funktionieren, wenn sie auf einem Laufwerk C in einem streng vordefinierten Verzeichnis installiert sind. Beispielsweise schlagen Programme von Adobe wie Photoshop, Illustrator und Adobe Premiere fehl, wenn versuchen wird, sie auf einem anderen Laufwerk zu installieren. Daher wird die übliche Installation auf einer anderen Partition nicht immer gespeichert.
Die zweite Möglichkeit, das Programm über eine symbolische Verknüpfung auf eine andere Festplatte zu übertragen. Hierfür gibt es spezielle Dienstprogramme, aber ich werde zeigen, wie dies mit Standardsystem-Tools durchgeführt wird. Führen Sie zunächst die Befehlszeile aus, schreiben Sie in die Suchleiste CMD und wählen Sie hier als Administrator ausführen aus. In der Eingabeaufforderung müssen wir zu dem Ordner gehen, in dem sich das benötigte Programm befindet. Um das Verfahren zu vereinfachen, öffnen Sie diesen Ordner im Explorer und kopieren Sie den Pfad dorthin. Schreiben Sie an der Eingabeaufforderung CD-Speicherplatz und fügen Sie den kopierten Pfad hier mit der rechten Maustaste oder Ctrl plus V ein und drücken Sie die Enter. Wenn Sie alles richtig eingegeben haben, sollte sich der Pfad zu dem eingegebenen ändern. Öffnen Sie nun den Ordner im Explorer und klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, um ihn auszuschneiden. Wechseln Sie dann zu der Festplatte, auf die Sie die Anwendung übertragen möchten, und klicken Sie auf Einfügen. Wir gehen zum zuvor geöffneten Eingabeaufforderungsfenster über. Hier müssen Sie den folgenden Befehl eingeben. Unser Ordner wird in Ausführungszeichen gesetzt. Sie müssen den Namen Ihres eingeben. Wir drücken Enter. Wenn der Befehl korrekt eingegeben wurde, wird die folgende Inschrift angezeigt. Jetzt können Sie den ursprünglichen Ordner mit dem Programm öffnen. Es gibt eine Verknüpfung, die zum neuen Speicherort des Programms führt. Infolgedessen hat sich der Speicherort des Programms geändert, aber Windows ist der Ansicht, dass es immer noch dort ist, wo es zuvor war. Dementsprechend wird es wie zuvor funktionieren, wenn Sie sich nicht mit der Befehlszeile beschäftigen. Möchten, gibt es Dienstprogramme von Drittanbietern, die die Portierung erleichtern. Eine solche SIM-Mauer-Anwendung. Dieses Programm macht dasselbe, wie wir es mit dem Kommandozeile gemacht haben, was den Prozess ein wenig vereinfacht. Mit SIM-Mauer können Sie einen Ordner von einem Laufwerk auf ein anderes verschieben und seinen Speicherort im Windows Explorer speichern. Das System wird denken, dass sich dieser Ordner an derselben Stelle wie zuvor befindet, obwohl dies nicht der Fall ist. Das Dienstprogramm erleichtert es, indem es zuerst den Ordner an sein Ziel verschiebt und dann eine symbolische Verknüpfung zwischen Quelle und Ziel herstellt. Danach funktionieren die Programme und Spiele wie zuvor, bevor sie auf eine andere Festplatte übertragen werden. Führen Sie das Programm aus, klicken Sie auf das Pluszeichen und wählen Sie aus der Liste das Programm aus, das Sie übertragen möchten. Standardmäßig wird hier der folgende Pfad angezeigt. Sie können ihn ändern, indem Sie auf das Zahnrad klicken und Ihr eigenes angeben und es dann aus dieser Liste auswählen. Klicken Sie anschließend auf Ordner hinzufügen. Im Programmfenster können Sie sehen, wie viel Speicherplatz auf einer Festplatte frei ist und als Ergebnis auf einer anderen belegt wird. Zusätzlich zu Programmen können Sie einen gesamten Ordner angeben, indem Sie hier die Registerkarte oder auf Ihrem Computer öffnen. Durch Klicken auf das Zahnrad können Sie die Übertragung weiter anpassen. Fügen Sie ein weiteres Laufwerk hinzu und wählen Sie andere Aktionen aus. Klicken Sie auf den grünen Pfeil, um den Übertragungsvorgang zu starten. Am Ende des Vorgangs werden die Programme in der rechten Spalte angezeigt. Wenn Sie einem neuen Pfad folgen, sehen Sie einen Ordner mit dem Programm. Um das Programm wieder an seinen Platz zurückzubringen, müssen Sie es nur markieren und auf den gelben Pfeil klicken. Am Ende des Prozesses wird es an seinen alten Platz zurückgebracht. Geben Sie bei der Installation von Programmen sofort an, in welchem Ordner und auf welchem Laufwerk es installiert werden soll, um das Systemlaufwerk nicht zu überladen.
Wie ich bereits sagte, gibt es Programme, die normalerweise nur funktionieren, wenn sie auf einem Systemlaufwerk und in einem streng vordefinierten Verzeichnis installiert sind. Wenn Sie versuchen, auf einem anderen Laufwerk zu installieren, können diese einfrieren und fehlschlagen. Daher wird die übliche Installation auf einer anderen Partition nicht immer gespeichert. Darüber hinaus können Sie die Größe logischer Laufwerke ändern, indem Sie das Volumen eines Laufwerks auf Kosten des anderen hinzufügen. Wir haben ein separates Video auf diesem Kanal, der Link wird in der Beschreibung sein. Oder ersetzen Sie das Systemlaufwerk durch ein größeres Laufwerk. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.